Hallo liebe Hungrige oder Durstige, Glühwein kennen wir ja alle, Glühbier eher weniger, gibt es aber auf den Weihnachtsmärkten. Und natürlich werden wir diese auch weiterhin besuchen, auch wenn religiös verklärte terroristische Mörder versuchen uns das zu vermiesen. Da spielen wir nicht mit. Zurück zum Glühbier, auch in Flaschen kann man es bestellen oder kaufen, ist aber wie ich finde unverschämt teuer und dabei ist das Selbermachen überhaupt nicht kompliziert. Wir brauchen dafür dunkles Bier, das kann zum Beispiel Porter sein, mit einer leicht süßlichen Note oder auch jedes andere Schwarzbier oder wenn vorhanden auch dunkles Bockbier. Wir brauchen etwas Honig, braunen Zucker, Zitronensaft, an Gewürzen, Nelken, Kardamomkapseln, Sternanis, Zimtstangen und optional, wer möchte, auch noch Vanille. Wir brauchen außerdem Fruchtsaft, ich verwende Kirschsaft. Auch Orange oder Holunder eignen sich ausgezeichnet. Und wir brauchen noch ein bisschen Rum. Allerdings, wer das nicht möchte, kann den auch weglassen. Zuerst zerkleinern wir mit einem scharfen Messer die Zimtstange etwas, verfahren anschließend mit dem Sternanis ebenso und geben dann alle Gewürze, also Nelken, Kardamom, Zimt und Anis in ein Tee-Ei. Verschließen dieses. Gießen dann in einen ausreichend großen Topf das Bier und hängen das Tee-Ei hinein. Das Bier wird nun erwärmt, aber nicht gekocht. Die optimale Temperatur für das Erhitzen beträgt 60 Grad Celsius. Ein Thermometer ist da natürlich sehr hilfreich, aber auf ein paar Grad mehr oder weniger kommt es auch nicht drauf an. Haben wir dann diese Temperatur erreicht, geben wir den Zucker mit hinein, ebenso den Honig, rühren alles durch. Zucker und Honig sollen sich auflösen. Anschließend schalten wir den Herd aus und lassen das Bier mit den Gewürzen für etwa eine halbe Stunde ziehen. Nehmen nun das Tee-Ei heraus und gießen dann den Zitronensaft dazu, ebenso den Rum und außerdem, ganz wichtig, den Fruchtsaft. Alles nochmal durchrühren und, wenn es gleich getrunken werden soll, nochmals erhitzen, wieder so auf ca. 60 Grad. Die Alternative, ihr lasst es noch weiter abkühlen und füllt es in Flaschen ab, ist ja auch ein schönes Mitbringsel bzw. Geschenk. Geht also, wie ihr sehen konntet, ganz einfach, darf übrigens auch außerhalb der Weihnachtszeit getrunken werden. Schmeckt ja wirklich süffig lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Brauen, schöne Feiertage und sage Prost. Falls euch allerdings andere Getränke lieber sind, zum Beispiel ein Mandarinenlikör, der auch ganz schnell zubereitet ist, oder ein Zimt-Espresso-Likör, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.